Hallo zusammen, mein Name ist Steffen Winkler, ich komme von den Erlangen Perlmongers und etwa genau in einem Jahr könnt ihr bei uns sein, in der Universität. Das habe ich. Hörst du mich nicht? 1, 2, 3 hört man? Ja, ich war jetzt bloß zur Seite, dass man auch sieht. Ne? Also den letzten Workshop, den hatten wir in Nürnberg gehabt. Das war vor 4 Jahren. Wir haben den ersten 2008 gehabt. Plus 4 ist 2012. Plus 4 ist 2016. Und wieder plus 4. Na klar, ne? Wo wir da rauskommen. Also nächstes Jahr. Das wollte ich nur mal sagen. Ihr seid ja recht herzlich alle eingeladen. So. Bei den Perl Workshop kann man auch alternative Vorträge halten, also zu Themen, die vielleicht nur am Rande mit Open Source oder Perl etwas zu tun haben, und das wollte ich heute mal tun. Und ich habe ja neben Perl noch ein zweites Hobby, das nennt sich Freifunk, und da wollte ich heute euch mal was vorstellen, was ich da so nebenbei auch alles noch mache. Also das Thema heute Freifunk, was ist das überhaupt? Weil aus dem Namen heraus kann man es vielleicht gar nicht so richtig erkennen. Irgendwas mit Funk wird es schon zu tun haben, irgendwas mit frei auch, aber was sagt uns das alles? Ne? Und vielleicht ist es auch interessant, wie machen Freifunker dann ihre Software? Die Frage also, was ist überhaupt Freifunk? Also wir wollen Netzwerke bauen, digitale Netze, und im Endeffekt kommt es dann bei den Leuten draußen so an, dass wir dann ein freies WLAN haben. Wir haben hier auch WLAN, was sich sozusagen frei nennt, aber nicht frei ist, dieses Bayern-WLAN. Man sieht das schon daran, dass man erstmal schon mal gar nicht reinkommt. Ne? Man kommt erstmal nur auf eine Vorschaltseite, und was dann da drin passiert, das weiß dann auch keiner so richtig mehr. Also Freifunk, wir wollen also auf jeden Fall nicht kommerziell sein. Also wir bauen das alles irgendwo selbst. Es ist ein offenes Netzwerk, und jeder, der da mitmachen will, der kann es einfach tun. Wir Freifunk jetzt vor Ort, wir kennen teilweise die Leute gar nicht, die mit uns so zusammenarbeiten. Unsere Community ist mehr oder weniger richtig oben. Das ist beim Perl ja eigentlich auch so. Irgendjemand lädt sich mal irgendein Modul runter und arbeitet mit Perl. Keiner kennt ihn, er geht nicht zu Konferenzen. Was natürlich schön ist, und bei uns ist es genau so auch. Wir würden schon gern wissen, wer mit unserem Zeugs da so arbeitet, aber es muss alles so nicht sein. Wichtig ist, dass es eben unabhängig ist, und es ist auch dezentralisiert. Es gibt da irgendwie keinen Chef, der auch nicht sagt, wie das Ganze zu funktionieren hat, und es funktioniert wohl trotzdem. Also was wir nach draußen anbieten, sind diese freien WLANs. Das ist also Internettechnologie auch für die Bürger. Und jeder baut so, was er denkt. Und im Endeffekt trifft man sich, unterhält sich, und so entsteht am Ende ein etwas großes Ganzes. Wir haben natürlich auch Regeln, nach denen man sich hält. Und das ist dieses Pickle-Peering Agreement. Das wurde mal so aufgestellt, ist eigentlich relativ wenig oder etwas flach definiert. Das heißt nur, wenn man irgendwas tut, dann muss der Verkehr da frei in dem Netz laufen, und die Daten dürfen nicht irgendwie verändert werden, und es muss für möglichst alle sein. Also wenn Lizenzen verwendet werden, dann müssen es irgendwelche freien Lizenzen sein. Und das Wichtige ist, wenn jemand einen Service anbietet, dann sollte man den auch erreichen können. Das ist also auch vergleichbar mit unseren Perl-Modulen. Da steht ja auch eine Kontaktadresse drin, wenn man im CPAN schaut oder so. Ne? Was wir auch da haben, es gibt natürlich keine Garantie. Wenn wir der Meinung sind, wir schalten es jetzt mal kurz aus, dann ist es eben aus. Und meistens ist es natürlich nicht so, weil wir wollen es ja auch nicht irgendwo blamieren. Und wenn jemand den Service bereitstellt, dann sollte er auch in gewisser Weise dokumentieren, wie er sich das vorstellt. Und dann kann man dieses Pickle-Peering Agreement durch regionale, lokale Sachen irgendwie erweitern, was man denkt, was man danach dazu schreibt. Das Ganze kann man natürlich auch nachlesen. Einerseits gibt es da so eine Seite, das Pickle-Peer.net, da steht das Ganze in Englisch drin.
Und jede Community schreibt das auch in ihr eigenes Wiki, wo alles dokumentiert ist, wie das bei uns alles so funktioniert. Und da ich ja zu Franken gehöre, ist es im Freifunk Franken Wiki drin. Da könnte man das nochmal nachlesen. So, wie funktioniert prinzipiell so ein Netzwerk? Da kann man sagen, das ist fast deutschlandweit so. Mit Batman, das ist ein Protokoll und damit können die Geräte untereinander meshen. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Gerät aufstelle, möchte ich ja ein Netzwerk bauen. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Gerät habe. Ich suche ein weiteres und das ist zum Beispiel ein Protokoll. Zwei Geräte stellt man auf, die sehen sich, verbinden sich und versorgen sich gegenseitig. Selbst wenn bei einem mal irgendwo der Anschluss ausfällt, dann geht es über den anderen wieder weiter. Wie geht das Ganze, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Gerät habe? Ich habe zum Beispiel mal hier ein Freifunkgerät, das zeige ich euch dann auch noch in Funktion, wenn wir das schaffen. Das ist somit so das Kleinste. Und da ist ein WLAN mit einer Antenne drin. Ja, und zwei Buchsen, eine WAN- und eine LAN-Buchse. So, und was er hier macht, der braucht erstmal, wenn er alleine ist, braucht er irgendwo ein Internet. Das fange ich hier mit meinem Handy, gebe ich das raus, so ein Hotspot, fange das mit dem Gerät wieder ein, stecke es per LAN auf das Freifunkgerät rüber. So, dann habe ich sozusagen hier schon mal mein Internet. Wenn ich hier Mobilfunkempfang habe, das wird sich dann irgendwann herausstellen. Genau. Wenn ich das Gerät einschalte und jemand verbindet sich per WLAN mit dem Gerät, dann ist das so, dann wird ein VPN aufgebaut zu dem entsprechenden Server. Freifunkserver und von dort geht es dann über verschiedene Wege dann am Ende irgendwo ins Internet. Deswegen steht da VPN. Und das Ganze ist so ein Multi-Client-to-Multi-Client-VPN und im Endeffekt ist das die Geräte untereinander, das ist so ein Layer-2-Netzwerk, also wie so ein großer Switch. Und im Endeffekt passiert erstmal gar keine Routen oder irgendwas. Und draußen dran hat man dann noch diese Gateway-Server, wo ich schon gesagt habe, wo das sich dann per VPN hin verbinden würde. Und da ist dann alles da, DHCP und der hätte jetzt auch keinen eigenen DHCP-Server, der holt sich alles aus der Ferne und löst die Namach vom Waffenserver alles auf. Deswegen kann ich so einfach irgendwo anstecken und wir kommen dann auch noch auf dieses Thema ganze Haftung und sowas. Ja, die ganzen Geräte übermitteln ihre Daten an ein Monitoring und die Monitoring-Server zeigen das Ganze dann wieder an auf einer Freifunkkarte und die rufe ich hier mal auf. Wenn mein Computer hier irgendwie. Aber der ist eigentlich in dem Bayern-WLAN. Also irgendwann kommt dann mal hier eine Karte. Das ist natürlich jetzt doof. Wo bin ich eigentlich drin? Bayern-WLAN, ja. Theoretisch sollte jetzt was passieren, ne? Lass mal den Tab mal stehen. Und gehe ich inzwischen weiter. Also die Router-Firmware, die ist ja vom Hersteller erst. Wie bitte? Das habe ich vorhin schon mal gemacht, ja. Nochmal so ein Guck. Was haben wir da? Vorschaltzeiten sind Mist. Das ist jetzt doof. Wieso bin ich jetzt komplett draußen?
kommt gar nichts mehr. Bayern WLAN. Was sagst du? Ja. Weil ich wollte einige Sachen aus dem Internet zeigen. Das wäre jetzt echt doof, wenn ihr das nicht sehen könnt. Wie bitte? Nee, no. Vielleicht hat wieder HTTPS da. Ja, wie gesagt, ich wollte über freie Netze sprechen, ne? Das passt eigentlich genau zum Thema. Geht mein Internet noch? Oder machen wir das anders? Dann mache ich die Demo zuerst. Da ist. Probieren wir mal noch einen Moment, aber irgendwie passiert da nichts. Ne? Also was ich jetzt euch zum Schluss demonstrieren wollte, ich habe jetzt mein Handy, das hat jetzt hier so eine 4G-Verbindung. Das strahlt jetzt so einen Hotspot aus, den fange ich mit dieser TP-Link-Kiste wieder ein. Und der Freifunkrouter, der muss jetzt nur noch zu Ende booten und dann habe ich sozusagen mein eigenes Netzwerk und dann kann mir das Bayern egal sein. Die Bayern wollen keinen Perl, oder? Ja, ich bitte euch, dass ihr da euch mal nicht einloggt, wenn ihr das auch seht, weil ansonsten ist es bei mir hier wieder vorbei. Weil die Verbindung zum Mobilfunk ist ja auch bloß recht dünn. Genau, wo sind wir jetzt drin? Freifunk.fo.de, das ist Freifunk Forchheim, das ist da, wo ich wohne. Das ist unsere regionale Gruppe. Warum das so lange verbindet, weiß ich auch nicht. Ja, jetzt haben wir es. Echt? Ja. Kein Internet, oder? Live ist live. Zu der wieder, hatte ich meinen Hotspot an. Thank you.
Naja. Ja, dann muss ich mir aber was der URL von meinem Vortrag kopieren. Obwohl, der kommt ja wieder hoch, ich habe es so eingestellt. Mein Vortrag lädt zumindest schon mal wieder übers Internet. Genau. Das ist immer so mit Live-Demo. Ja, das darf man nicht machen. Man muss vorher Screenshots machen. Live-Demos sind immer tödlich. Ja. Danke. Ja. Okay. Also, so wird es zumindest schon mal nichts. Pico-Peer-Equipment hatte ich. Die Freifunkkarte habt ihr jetzt auf dem Computer gesehen. Da sieht man im Prinzip die deutsche Karte und dann sieht man, sieht man so Kreise und dann steht drin 5 oder Dings und dann klickt man wieder rein und dann kommt man immer tiefer in die Karte hinein, bis man dann am Ende alles sieht. Also habe ich das euch jetzt erzählt, wie das aussieht. Und bei den ursprünglichen Freifunksachen ist es so, die Firmware wird für jede Region extra gebaut und für die einzelnen Gerätetypen. Genau. So, wie funktioniert das Ganze? Da links sieht man schon mal, wie die so per WLAN meshen. Das habe ich vorhin schon mal erklärt. Also einzelne Geräte, die haben irgend so einen Internetanschluss und die können sozusagen andere Geräte mit versorgen. Das Ganze hängt am Internet und man kann das Batman, also dieses Zusammenkoppeln der Geräte, kann man auch über das Batman über Kabel machen, das geht auch. Und am Ende gehen die alle über so ein VPN nach raus. Das ist im Prinzip das, was man hier auf dem Bild sieht. Das ist so die ursprüngliche Variante und so wie viele Freifunknetze funktionieren, außer das in Nürnberg. Weil die meisten Communities benutzen Gluon. Gluon ist so was OpenWRT-mäßiges und es ist so ein Baukastensystem quasi. Und das OpenWRT-Projekt, das startet 2004, weil Linksys hat das quasi so auf ihre ersten Router so drauf gemacht, die Software, und hat GPL-Code verändert. Und dann war man ein bisschen böse darüber und im Endeffekt ist dann herausgekommen, dass die Linksys ihre Software Open Source gestellt haben. Und so konnten viele andere damit arbeiten und viele der heutigen WLAN-Router, da ist eigentlich OpenWRT drin. Sicher nicht bei allen, aber bei einigen. Das interessante Sache bei dem OpenWRT ist, das ist ja ein spezielles Linux und da gibt es dieses UCI und mit dem kann man so die Konfiguration, die da überall so in dem verteilt ist, kann man dann mehr oder weniger etwas an einer zentralen Stelle machen. Normalerweise wollte ich das UCI jetzt auch noch anklicken, dass man das sieht. Ich probiere das mal wieder. Da findet ihr nichts, ne? Ich bin mir jetzt mit gar keinem verbunden, ne? Ich probiere jetzt mal wieder das Bayern-WLAN. Vielleicht haben wir, ich hatte eine Pause neu gestartet, vielleicht haben wir dann mal ein Glück irgendwie. So, jetzt haben wir schon mal zwei Seiten, die wir nicht gesehen haben. Der Vortrag steht übrigens auch online, dann sage ich euch zum Schluss noch die URL und die ist auch verlinkt in den
in der Perl Workshop Seite, dann könnt ihr euch das alles selber nochmal durchgehen. Also irgendwas passiert jetzt gerade. So, weiter geht's. Und die viele andere Communities, die hängen alle an dem Rheinland Backbone, weil die mal viel Geld hatten und haben dann sich so Server angeschafft. Und das ist natürlich der Idee dezentralisiert eigentlich entgegen, denn wenn der Rheinland Backbone mal abgeschaltet werden würde, dann wäre sozusagen deutschlandweit Freifunk aus, außer in Franken. Ja, genau. Und das Ganze ist dann in Franken dann so gestaltet worden, dass man nicht so die einzelnen Software für jede einzelne, man nennt das diese Gruppierung im Prinzip, die regional, das nennt man HUDs. Und in Franken hat man das dann so gemacht, dass man nicht für jede dann eine eigene Software baut oder so, oder die HUDs so groß wären, weil das ist ja Layer 2, die unterhalten sich alle irgendwo miteinander, dann ist ja eigentlich nur noch Traffic zum Unterhalten da und nichts mehr für den reinen Traffic in das Netzwerk oder ins Internet oder sowas. Und deswegen werden dann die HUDs mit Layer 3 wieder verbunden. Und was wir dann in Franken dann auch haben, also wie gesagt, der verbindet sich ja mit einem Gateway und wir dezentralisieren sogar dann noch unsere Gateways, also bringen wir sozusagen die Gateway-Software in so kleine Geräte rein, in Router, wird es selbst hier sogar reinpassen in die kleine Kiste, weil die hat genügend Speicher und auch genügend RAM. Und dieses Gateway kommuniziert dann wieder mit anderen. Dann hat man durch diese HUDs hat man schon mal gleiche Software für die verschiedenen einzelnen Gruppierungen und muss nicht die Software x-mal bauen. Also man will ja auch irgendwie Zeit sparen. Und das Ganze sieht dann so aus. Also das könnte zum Beispiel in Franken, könnte es die HUD Nürnberg sein und die Forchheimer HUD und was weiß ich, was wir noch alles haben. Und der Vorteil jetzt davon ist, dass hier diese Teile haben alle dieselbe Software. Also die haben nur dieselbe Software, wenn es dieser gelbe Gerätetyp ist. Aber wir haben jetzt nicht den, ich muss jetzt nicht, sagen wir mal, das ist der Typ 1 haben wir und der Typ 1 und dann muss ich den für die HUD extra noch eine Software bauen. Also das haben wir schon mal im ersten Schritt gar nicht mehr gehabt. Und deswegen werden die hier über Layer 3 dann im Endeffekt verbunden. Und dann ist eigentlich zuvor, was wir gesehen haben, gar kein großer Unterschied jetzt mehr da. Ne? Aber wir haben jetzt eine Software und egal wie viele HUDs. Was dann natürlich passiert ist, wir können viele, viele, viele HUDs bauen und dadurch haben wir den Layer 2 Traffic total nach unten gebracht. Und dann hat man sozusagen mehr Nutztraffic. Das ist die ganze Idee. Das war die Version 1 im Freifunk Franken. Das ging bis Dezember 2018. Wenn ich das Gerät also ans Internet anstecke, dann tut es automatisch peeren, also mit dem Server, findet sozusagen über VPN sein Ende. Und in welche HUD rein gehört, das wird dadurch gemacht, indem ich bei der Konfiguration die Koordinaten eingebe, wo das Gerät steht. Und über die Koordinaten weiß er dann am Ende, in welche HUD er ist. Und das Verfahren, wie die HUDs gebaut werden, das ist so ein Voronoi-Algorithmus. Das heißt, man setzt so verschiedene Punkte und dann ergeben sich so gewisse Bereiche. So, und dann müsste ich eigentlich... Nee, dann haben wir das Problem mit den... Wenn ich zum Beispiel, ich gehe mal kurz zurück zu dem Bild, wenn ich zum Beispiel jetzt zwischen dem und dem eine Verbindung über WLAN habe, dann haben wir genau ein Problem, dann habe ich auf einmal die zwei HUDs verbunden. Und das war in der Vergangenheit eigentlich so immer das Problem, dass man dann mal gesagt hat, das ist ein Haufen Arbeit und dann bricht sozusagen der Verkehr am Ende total zusammen im Netz, weil das dann alles nur noch hin und her schießt. Dann muss man irgendwie mal was Neues machen. Eine Version 2. Also das ist dieses Connected HUD bei Wi-Fi. Was ist denn so ein Gateway, wo der sich jetzt hier gerade hin verbindet, der kleine Router? Da gibt es für jede HUD gibt es
mindestens zwei, ne, weil es kann ja mal einer ausfallen und so. Und stand vorhin schon mal da, der hatte auch wieder seinen ganzen DNS und DHCP alles wieder drauf, das Gateway. Und vergibt sozusagen für die Clients, die ja per WLAN oder per LAN reingehen an das kleine Gerät hier, das kommt alles vom Gateway hoch. Wie gesagt, wir haben das Problem gehabt, dass es ab und zu mal die Grenze so doof war, dass zwei Geräte sich per WLAN über die Grenze hinaus vermeschen wollten. Und deswegen wurde eine neue Software erfunden und das ist dasselbe eigentlich hier wieder. Die Node, also das Gerät, sendet seine Location-Daten und dieser Key-Exchange-Server, erkennt dann, wo das sich befindet und lädt dann sozusagen das HUD-File. Das heißt, er geht erstmal rein und sagt zum Gateway, ich brauche jetzt mal das HUD-File. Ne? Und irgendwann kriegt er das und dann steht dann in dem HUD-File steht dann alles drin, was er im Prinzip braucht. Dass er ein Gateway ist und ja, die ganzen Konfigurationssachen. Dann konfiguriert er sich und dann geht es eigentlich erst los. Genau, was steht im HUD-File drin? Es gibt so einen IPv6-Prefix, wie das ganze VPN funktioniert, wie er da zum Gateway überhaupt hinkommt. Und es steht der Name der HUD drin. Und Forchheim heißt die Forchheim und so, ne? Und klar, das ist immer so regional bezogen. Und es wird auch die SSID übermittelt, die er auszustrahlen hat. Das wäre bei dem freifunk.fo.de kommt hier rüber, weil der Koordinaten von Forchheim hat, also nicht von hier. Und ja gut, dann wird auch noch gesagt, wie er meshen kann und welche Kanäle er benutzen soll, weil die müssen ja fest sein, weil ich kann nicht von Kanal 13 nach Kanal 1 meshen, ne? Also müssen die, was weiß ich, beide auf Kanal 13 laufen, dass sie sich überhaupt sehen. Dann kriegen die Software ab und zu mal Geräte ab und zu mal eine neue Software, da steht noch die Upgrade-URL drin. Dann kann man bei SSH drauf gehen und kann einfach sagen, zieh mal die neue Software. So, und die Location, wie gesagt. Dann haben wir das alles. Jetzt ist die Sache, wie komme ich überhaupt dazu? Ne? Also ich habe erstmal von Freifunk überhaupt gar nichts gewusst. Aber ich wollte mal essen gehen. Das war 2016. Und da dachte ich, was sind das hier für welche? Die haben ja WLAN offen. Und dann habe ich das angeklickt. Ja, und da war auf einmal Internet drauf. Und ja, da dachte ich so, das klingt da interessant. Und das hieß damals frankenfreifunk.net. Dachte ich so, sieht ja aus wie eine URL. Tippst das Ganze mal in den Browser ein. Und habe ich den ganzen Abend dann gelesen, was da alles geht. Und dann habe ich die nächsten Tage, habe ich dann mal selber ausprobiert. Habe mir da so ein TP-Link WA841 mal gekauft, den wir jetzt aber nicht mehr unterstützen, weil er kaum RAM hat und kaum Flash hat. Der kam damals 20 Euro, da konnte ich keinen großen Fehler machen, weil im schlimmsten Fall hätte ich das Ding einfach weggeworfen. Und den habe ich genommen, habe dann geschaut, dann habe ich die Freifunk Franken Software draufgeladen. Ja, und konfigurieren musste ich dann über IPv6. Dann hatte ich schon mal das erste Mal ein Problem, weil ich hatte vorher mit IPv6 überhaupt noch nichts gemacht. Und jetzt wusste ich erst einmal, ach so, gibt man das in den Browser ein. Das fand ich schon mal ganz interessant. Und so bin ich auch überhaupt mal auf die Idee gekommen, mich mit IPv6 überhaupt mal zu beschäftigen. Ja, weil wenn man keinen Grund hat, bleibt man einfach bei dem, was man schon immer kennt. Ja, konfigurieren. Dann geht man rein, sieht die Website von dem Router, gibt dem Teil einen Namen, kann die Location, die Koordinaten eintragen. Das ist auch sehr komfortabel noch gemacht. Tu meine E-Mail-Adresse eintragen, dass man weiß, wer ich bin. Und das Default-Passwort ist auch besser, wenn man das ändert, weil sonst kann denn ja jeder haben. Mal sehen, ob das jetzt geht. Router-Settings. Genau, so sieht das aus. Wenn ich in den Router reingehe, Und da unten rechts habe ich mal das Fenster hingemacht, wie man die Koordinaten auswählt. Also geht ein kleines Fenster auf und dann kann man im OpenStreetMap sagen, dann so will sie hinscrollen, klickt einfach drauf, übernimmt die Koordinaten. Also es ist sehr komfortabel gemacht. Ich habe mal so einen Glue-Router gemacht, da musste man das alles mit der Hand eintragen. Das
ist also hier deutlich komfortabler. Gehen wir wieder zurück. Die Wikipage Firmware habe ich hier nochmal verlinkt. Da sieht man nur die Router. Ich rufe jetzt mal nicht so viel externes Zeug auf. Dann, wenn ich das konfiguriert habe, dann komme ich auf meine Router-Homepage drauf. Dann sieht man schon mal, wie ich den genannt habe. Der weiß natürlich, was es ist. Der hat seine MAC-Adresse, klar. Dann hier die Hood-Daten, was er sich jetzt geholt hat. Ne? Und dann weiß er, welche Kanäle er hat. In 5 GHz sind wir auf Kanal 40 in dem Bereich da. Hier im Kanal 13, so wie der jetzt auch aktuell ist. Ja, und ein bisschen informatives Zeug. Upgrade kann ich auch über die Weboberfläche machen, aber da muss ich mir die Firmware vorher runterladen. Also es ist für jeden sozusagen, wer lieber mit so einem GUI arbeitet, der macht das eben über den Browser, und die anderen, die lieber auf der Shell arbeiten, die finden da auch ihren Weg. Aber vielleicht am Anfang ist es ein bisschen einfacher, wenn man das mit dem Browser machen kann. Es soll ja einsteigerfreundlich sein und es soll ja Leute anziehen. Wir sehen den Router oft im Monitoring. Also da sehe ich alle Geräte. Wir sind also total transparent, was das betrifft. Dann sehe ich, wie lange das Teil schon läuft, und ich sehe, wie andere Geräte. In der Karte werden die alle so als Punkte dargestellt, und man sieht auch die Verbindungen untereinander. Die grünen Verbindungen, das sind so Mesh-Verbindungen, die blauen Verbindungen, da sage ich dann mal später noch was dazu. Jetzt läuft mir aber die Zeit weg durch das Probieren vorn. Also wie ging es dann bei mir weiter? Es war natürlich so, ich war jetzt ganz alleine, habe das mal probiert. Und dann habe ich gesehen, es gibt eine Mailingliste, dann habe ich mit der Mailingliste verbunden, dann habe ich andere Leute gefunden, dann habe ich gesehen, dass in meiner Region dann auch noch welche waren, die dasselbe tun wie ich. Dann haben wir uns irgendwann mal getroffen, dann bin ich mal in andere Orte auch gefahren, zu anderen Communities, haben uns dann unterhalten, und ja. Und im Endeffekt haben wir jetzt eine richtige eigene Community in Forchheim und haben auch eine eigene Domain. Dezentrales Gateway, das würde ich jetzt mal ein bisschen schneller machen. Das ist aber noch eine andere Variante. Ich habe eine spezielle Software auf dem Router. Ich kann sozusagen meine eigene Router einfach machen. Und dann muss ich mein eigenes Root-File aber auch selber erzeugen. Deswegen kann ich dann auch auf einen anderen Kanal oder irgendwie was gehen. Und das Ganze tue ich dann in der Shell konfigurieren. Also auch wieder so ein fertiges Teil. Konfigurieren mit -c heißt im Prinzip, er tut dann die ganzen Konfigurationsdateien erzeugen mit meinen Daten, die ich in den Files eingegeben habe. -t heißt test mal, ob es überhaupt funktioniert, dann geht er mal kurz. Und -a heißt schreibe es dauerhaft in den Router rein. So, und dann, was ich natürlich am dezentralen Gateway habe, ich habe einen. Ich habe dann noch eine Richtfunkantenne dran, und die geht bei uns in die Stadt hinein, und dort stehen wieder weitere Geräte. Und wenn ich jetzt bei mir zu Hause mal das Internet ausschalte, deswegen bin ich dann nicht frei von Internet, ne, weil ich kriege das dann einfach wieder rein über Freifunk, über andere Geräte. Und das war bei uns aber manchmal ein Problem. Kabel Deutschland haben wir, und wenn da mal der Strom weg ist von dem Verstärkerkasten auf der Straße, dann geht es ja mal nicht, wenn irgendwas gebaut wird. Also habe ich mir Freifunk auch dazu genutzt, um in meinem Homeoffice, was ich ja habe, eigentlich immer Internet zu haben, irgendwie immer. Im Keller steht dann dieses Gateway, was die Verbindung zu den anderen Geräten hat. Und ich habe ja vorhin gesagt, die blauen Linien im Monitoring, könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe angucken, die Links sind ja alle hier drin. Dann sieht man dann im Prinzip, wie unser Netzwerk so zusammengekoppelt ist. Das sind einige Geräte, die miteinander verbunden sind und die sich gegenseitig quasi unterstützen, wenn da mal was ausfällt. Genau, das war das.
Ja, jetzt ist natürlich die ganze Sache gewesen, ich habe über alles gesprochen, aber ich habe niemals über Perl gesprochen. Und es ist aber eins, es ist auch kein Perl in diesem Router drin. Aber man kann ja natürlich Analogien finden und es ist ja eine Open Source Community und wie bei Perl, das habe ich am Anfang schon gesagt, es sind nur ähnliche Probleme, dass vielleicht manche alles auf sich ziehen und dann meckern, dass ihnen niemand hilft oder so. Also das, was wir in Perl haben, das gibt es natürlich da genau das Gleiche. Oder dass verwaiste Software entsteht, weil jemand einfach keine Lust mehr hat auf Freifunk oder keine Lust mehr auf Perl. Das ist, also die Probleme sind ähnlich und auch wie man eine Community bildet, das ist genau irgendwie dasselbe. Es ist ja alles freiwillig, die Leute wollen irgendwie einen Spaß dabei haben. Und wenn der Spaß verloren geht, wenn es in zu viel Arbeit ausartet, dann geben die Leute teilweise auf. Und die Leute machen mit, weil sie Freude daran haben und weil sie vielleicht auch eine Bestätigung für sich selbst finden wollen. Vielleicht im Perl ist es so, man hat ein Modul oder so und das wird vielleicht von doch oder dem einen anderen auch mal genutzt. So ist es beim Freifunk, man freut sich dann daran, dass es einfach funktioniert. Und es ist ja schön, wenn man durch die Innenstadt läuft und man merkt, die Leute haben dann irgendwie überall mal Internet. Und es gibt auch Geschäftsleute, die so Teile aufstellen. Das ist sozusagen dann die Bestätigung, die man hat. Man kriegt da kein Geld, ne? Genau wie bei allen Open Source Sachen. Meistens jedenfalls. Was ich natürlich gemacht habe mit Perl, dass ich natürlich einige Router jetzt stehen habe und mir das irgendwann lästig war, um ins Monitoring zu gucken. Deswegen lasse ich mir dann mit so einem Perl-Skript fahre ich dann das Monitoring an und lasse mir mal sagen, welche Router von mir welchen Status haben und schicke mir das immer mal so regelmäßig zu. Und was ich jetzt noch gemacht habe, wir haben einige Nicht-Freifunkgeräte, weil ich kann hier am LAN-Anschluss kann ich jetzt einen ganz normalen Router anschließen und könnte jetzt hier einfach mal so was abstrahlen. Ich muss nicht das WLAN von dem nehmen. Und die Geräte waren zum Beispiel nicht im Monitoring. Da habe ich jetzt mal ein Perl geschrieben, wo ich die Geräte quasi auslese und die Daten dann wieder ans Monitoring sende. Ja, da bin ich sogar noch einigermaßen in der Zeit. Genau, ich danke euch. Jetzt gibt es wahrscheinlich Fragen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da ist die URL, wo ihr wo ihr den Vortrag finden könnt. Es waren einige Links drin, einiges habe ich gezeigt. Einige Begrifflichkeiten waren verlinkt, die kann man dann mal nachschlagen. Was wir natürlich vom Problem haben, das ist die nächste Zeile. Wir haben auch so Vereine. Wir haben zum Beispiel so einen Infrastrukturverein, der Internetprovider ist, dass wir in Deutschland überhaupt in der Lage sind, rechtssicher ins Internet zu gehen. Und der ist momentan vom Finanzamt nicht als steuerfrei, nee, wie heißt das? Gemeinnützig anerkannt. Und da will Freifunk Franken jetzt den Klageweg begehen und deswegen sammeln wir da gerade ein bisschen Geld ein. Und es ist ja durch den Bundesrat ist es schon durch und im Bundestag ist es jetzt schon, wird es jetzt schon das zweite Mal geblockt, dass man die Gesetzesänderung für die Gemeinnützigkeit hat. Eigentlich will man das Ganze. Aber naja, da ist die Regierung zu schwarz, sage ich jetzt mal, um nicht was Politisches hier zu sagen. Ja, das war jetzt nicht politisch. Waren ja nur Farben, ne? Also vor Mama hat die Shell mal grün und blau und gelb gemacht. Genau. Also, das sind so unsere Probleme, die wir haben, die wir irgendwie lösen müssen. Vielleicht mal noch was dazu zur Störerhaftung. Die gefallen ist ja wohl, das ist am Endeffekt auch nur ein Verdienst von Freifunk, weil jemand bis zum Europäischen Gerichtshof geklagt hat. Und die natürlich die Gesetze schreiben, die schreiben sich das auf ihre Fahnen drauf, dass sie das geschafft haben. Das Problem, was nur trotzdem noch ist, wenn man jetzt, wenn ich mein eigenes WLAN einfach öffnen würde und ich bin nicht Internetprovider, habe ich das Problem, dass ich ja die IP-Adressen vergebe und ich dann sozusagen sichtbar bin. Das bin ich durch das VPN bei dem Router überhaupt nicht. Mein Handy ist jetzt überhaupt nicht sichtbar an der ganzen Strecke. Und da wäre es dann so, bleiben wir mal bei einer Firma, sagen wir irgendeinen Handwerksbetrieb
Und dann kommt plötzlich, ach, jemand geht da in sein privates WLAN rein, also in sein Gästenetz. Das hat es ja alles schon gegeben, macht da zum Beispiel eine Bombendrohung. Dann kommt die Polizei zu ihm und räumt mal alle IT-Geräte weg. Ne? Nehmen wir jetzt mal an, das ist eine Firma, die weiß dann schon mal nicht mehr, welche Aufträge sie abwickeln soll, verliert alle ihre Rechnungen und ob die Computer jemals ganz wiederkommen. Das wird immer vergessen. Ich meine, wenn ich Privates mache und die holen mir meinen Computer weg, dann ist er weg. Das stört mich jetzt weniger. Aber man hat diesen ganzen Trouble. Und das Problem hat man selbst bei Straftaten bei Freifunk nicht. Weil die Verbindung endet quasi an dem Gateway, am letzten Gateway und nicht an dem Gerät. Und deswegen werden da auch die Aufsteller, ne, die werden dadurch abgesichert. Und deswegen haben wir auch einiges an Geschäftsleuten, die einfach sagen, Freifunk ist für uns so sicher wie zum Beispiel auch einen Telekom-Hotspot oder was weiß ich, die anderen, die machen das ja am Ende genauso. Ne. So. Habt ihr noch Fragen? Genau, wenn man auf die Karte geht, dann sieht man ja, zu welcher Community das Ganze gehört. Bei uns steht dummerweise immer Aschaffenburg da, weil es mit A anfängt und das irgendwie nicht so richtig funktioniert, aber egal. Dann sieht man schon mal die Region quasi und jetzt kann man sich entscheiden. Theoretisch kann ich in München, wie ihr ja gesehen habt, eine Frankensoftware betreiben. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Bloß ich finde wahrscheinlich jetzt keinen, der mit mir mescht. Du musst also jetzt schauen, welche Community dir besser gefällt und zu der gehst dann einfach. Und wenn du jetzt weiter weg bist, dann kannst du ja... Ja, wenn du nicht meschen kannst per WLAN oder per Richtfunk, weil es eventuell zu weit ist oder da zu viele Berge dazwischen sind, dann bleibt dir sowieso eigentlich nur der Weg durchs Internet. Aber dann hast du keine Vorteile irgendwo, dann ist es kein Netzwerk. Aber privat wird es dir Freifunk auch schon was nutzen. Stellst das Ding auf und hast vielleicht Kinder. Und dann kommen Nachbarskinder und dann sagst du einfach, mir ist das ja völlig egal, was ihr da im Internet macht. Ihr könnt irgendwas Böses machen. Das stört mich nicht. Bei Freifunk ist ja auch nichts irgendwie beschränkt. Wir erfüllen ja auch keine Erziehungsaufgaben. Ne? Wie bitte? Nein, weil die Eltern sollten ihre Erziehungsaufgabe wahrnehmen und gemeinsam mit ihren Kindern vielleicht mal was Böses anschauen, wenn sie das unbedingt wollen und die das nicht heimlich alleine machen lassen. Ja, bitte? Ja, ich wollte mich als erstes bedanken. Ich war letztes Jahr im Urlaub in Franken und habe teilweise kein Telefonnetz gehabt, aber... Also ich habe selber ein Asylantenheim geerbt als Freifunker von jemandem, der das installiert hat und dann weggezogen ist. Und das sind meistens diese dezentralen Heime gewesen, die auch relativ ruhig eigentlich ablaufen. Bis auf dieses Zentrale, was wir in Bamberg haben, da ist ja dann der Teufel los, das ist schon halb abgebrannt wieder. Also die dezentralen haben die Freifunker meistens betreut. Das sind in irgendwelchen Häusern oder so. Weil für diejenigen, die da sind, ist es ziemlich wichtig, dass sie, das Handy ist sozusagen ihr Wichtigstes, was zu essen und das Handy, dass sie mit ihren Familien oder irgendwie, meistens sind die ja verstreut, man kennt das ja von Deutschen auch noch vom Krieg, ne? Alle waren verstreut, das Rote Kreuz hat dann die Verbindung wiederhergestellt. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, nur dass wir jetzt in einer anderen Zeit leben. Ne? Heute macht man das quasi mit dem Handy. Und da bietet eben Freifunk dort in den Asylunterkünften auch WLAN an, auch ziemlich bei Zeiten schon, dass das ermöglicht wird. Ja. Und das wird auch gut angenommen, wir sehen auch, dass da ziemlich viel Traffic ist.
Und Fränkische Schweiz, nochmal kurz gesagt, das für die anderen, die das wissen, da waren wir der Meinung, dass man keinen Mobilfunk hinbauen muss. Und da ist man auch der Meinung, dass man auch kaum schnelles Internet hinmachen muss. Aber die Geräte arbeiten auch in so einem 16er DSL, der vielleicht bloß 10 kann oder so. Dann geht es eben langsam. Ein bisschen was frisst dann noch weg durch seinen Tunnel. Aber es ist eigentlich viel. Es geht nicht darum, dass man da groß irgendwie Videos anschaut oder sowas. Ne? Es geht einfach nur darum, dass man überhaupt kommunizieren kann. Was wir auch gemacht haben mit unserem Richtfunk, wir haben zum Beispiel eine Kerber gehabt und da haben wir so mal von der Idee bis zur Realisierung, das haben wir so einen Tag mal schnell gebraucht, schnell mal so ein paar Antennen hinmontiert, den Router, und dann haben wir 200 Leute parallel da im Internet gehabt. Das hing dann bei mir zu Hause an der Fritzbox dran und die hat dann geschaufelt. Dann sind wir mal kurz irgendwie gedrosselt worden, haben wir mal angerufen und dann haben die gefragt, ach, sie haben ja schon einen ziemlich hohen Traffic jetzt diesen Monat oder so. Und die Antwort war dann sozusagen, ja, wir haben jetzt eine größere Familienfeier. Und da und das Endeffekt vom Lied war, weil die an der First Level Support haben ja eigentlich überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt abgeht, ne? Und die haben dann gesagt, na, wir können Ihnen anbieten, wir können Ihren Upload von 25 auf 50 Megabit machen. Ja, und das nimmt man natürlich gern, obwohl es total sinnlos ist natürlich, ne? Wenn der Download nicht geht, aber egal. Ja, noch Fragen irgendwo? Kommt ja keiner. Mit IPv6 fangen wir jetzt groß an, dass wir sozusagen auch an die Geräte, die sich da einloggen, dass wir denen auch IPv6-Adressen geben, weil wir haben die Freifunknetze in Deutschland sind alle miteinander verbunden. Also wir haben auch in Deutschland Probleme, dass die IPv4-Adressen ausgehen. Bei uns sind sie zum Beispiel gerade alle. Und deswegen gibt es jetzt auch IPv6-Adressen, aber das haben jetzt noch nicht alle gemacht, aber es ist jetzt schon möglich. Und die 10er-Adresse geben wir jetzt im IPv4-Bereich aus, genau. Und wir haben ja ein Problem, dass wir ja als Internetprovider, wenn wir jetzt feste öffentliche Adressen vergeben, hätten wir jetzt ein Problem, weil dann wüsste man ja die Zusammenhänge alle wieder. Und deswegen, wie ich das weiß, werden da dynamische IPv6-Adressen vergeben, um wieder die Anonymisierung wiederherzustellen. Na, genau. Und es ist aber möglich, festzukriegen. Also wenn man einen eigenen Service jetzt anbieten will im Netz, der wieder draußen verfügbar sein soll, kann man das tun. Aber im Normalfall eigentlich soll das Ganze ja anonym sein. Es wird ja auf den Servern, auf den Gateway-Servern auch nichts mitgeloggt oder so, wenn da irgendwas ist. Genau. Nichtsdestotrotz, wenn die Staatsanwaltschaft bei uns vor der Tür steht, müssen wir trotzdem dafür sorgen, dass wir bestimmte Sachen nicht wiederholen. Also, die Störerhaftung ist nicht ganz abgeschaltet. Ich muss aber nicht nachträglich irgendwie die Plätze haftbar gemacht werden. Aber wenn meine Studenten oder die Gäste der Universität zu oft Scheiße bauen, dann muss ich technisch dafür sorgen, dass bestimmte Das Problem hatten wir bisher noch nicht. Könnte aber kommen und dann hätten wir das Problem genau. Und das sind dann unsere Exit-Gateways, also die dann ins Internet machen, die müssten dann das eintragen, dass man das nicht mehr besuchen könnte. Dann ist es natürlich nicht mehr frei, aber das wäre dann wieder das Problem. Was man natürlich noch haben, wie früher, wo es die Störhaftung noch gab, dann sind wir über VPN-Tunnel ins Ausland gegangen
Und dann könnten wir für die Seiten wieder übers Ausland gehen, über VPN. Ja, das technisch Sinn macht für mich, das ist die andere Frage, aber auf jeden Fall umständlich wird. Ja, wir würden es einfach anders routen. Uff, fertig. Die Verbrecher! Nein! Ja, ob man das dann will, ist dann wieder eine andere Frage, ne? Aber wenn es irgendwelche ganz schlimmen Seiten ist, dann würde man das, wird da keiner ein Problem haben. Aber bei dem ganzen Sperrwahn geht es ja dann teilweise auch dahin, dass man dann nützliche Dinge mit dabei sind. Und das macht ja dann keinen Sinn. So mit Netflix und so haben wir ein bisschen Probleme, weil die teilweise, wenn Freifunker das über VPNs machen, die lassen dann das nicht zu. Das funktioniert dann oftmals in Freifunknetz nicht, aber das liegt nicht am Freifunk, sondern das liegt einfach an Netflix, dass sie VPN-Anbieter oder so grundsätzlich sperren und teilweise auch die IP-Adressen von Freifunk mit. Aber das ist jetzt kein Drama. Nee. Ja. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich brauche zum Beispiel gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was es ist. Aber irgendwas kann man da gucken, ne? Ich glaube, wir machen mal wieder Pause, oder?